Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge Bruce Lee in Deutsch nachsynchronisiert. Diese Folge heißt Das Goldene Dreieck, Golden Triangle, und geht jetzt wieder zurück, nachdem wir jetzt für mehr als zwei Folgen jetzt in den Vereinigten Staaten gewesen sind, in den 1960ern, gehen wir jetzt zurück nach China, / Hongkong, / Asien, allgemein, um uns mal ein paar andere Aspekte anzugucken. Ja, die Massen haben ja nie nach Wahrheit gedürstet, und wenn wir die Wahrheit wiederum ersetzen, Truth, Wahrheit, mit Jesus Christus, weil Jesus Christus in Johannes 14,6 sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, haben die Massen natürlich niemals gedürstet nach Jesus Christus. Ja, von daher macht der Gustav Le Bon nichts anderes, als die Bibel umzustellen in Wahrheit und Fehler. Der Hauptgrund, dass es Geheimdienste gibt, ist, dass die Informationen nicht an die breite Öffentlichkeit gelangen sollen. Demzufolge hat es ja wohl mit Informationen zu tun, was uns davor enthalten wird und was essentiell ist, was verdeckt werden soll. Das heißt, es geht hier darum, dass die Bevölkerung ein anderes Bild bekommt, damit sie leichter zu regieren ist. So, und wenn jetzt hier der Chef des Geheimdienstes CIA, William Casey, sagt, wir wissen, dass unser Desinformationsprogramm vollständig ist, wenn alles, was die amerikanische Öffentlichkeit glaubt, falsch ist, was soll mich davon überzeugen, dass es dann im Fall von Bruce Lee nicht unglaublich viele Dinge gibt, die einfach falsch sind? Vor allen Dingen Dinge, die natürlich jetzt für die breite Masse bestimmt sind, nämlich auf Wikipedia. Schau doch mal. Der amerikanische Kongress hat öffentlich den Einfluss von Bruce Lee gewürdigt. Der immense Einfluss. Der amerikanische Kongress. Das heißt, Bruce Lee ist jetzt eine politische Größe. Der hat nämlich die amerikanische und die globale, was ja, naja, gut, aber streiten wir uns jetzt nicht drüber, die amerikanische und die globale populäre Kultur beeinflusst, indem er eine Brücke geschlagen hat zwischen den Kulturen, also Osten und Westen. Er ist ja nun mal in San Francisco geboren, in Hongkong aufgewachsen, dann wieder zurück nach Kalifornien und dann wieder zurück nach Hongkong. Und das ist ja nicht nur alles jetzt, sondern kommt ja noch ein ganz wesentlicher Faktor hinzu. Bruce Lee ist aufgrund seiner Geburt amerikanischer Staatsbürger. Das heißt, er könnte ihn ja gerne als Chinesen oder als Hongkong-Mensch da wahrnehmen, aber er hat die amerikanische Staatsbürgerschaft gehabt. Das ist immerhin Los Angeles hier, ne? Ja, er ist ja nicht pur Chinese, denn seine Mutter ist ja auch nicht pur Chinese, ne? Wir müssen also immer das Narrativ hinterfragen. Und deswegen ist ja die Eingangssequenz von Bruce Lee-Serie hier. Unten drunter steht ja dann bei mir, welche Rolle spielte Bruce Lee. Ich möchte jetzt mich jetzt hier in diesen Folgen jetzt für alternative Theorien interessieren und mich beschäftigen. Und zwar interessiert mich, obwohl es vielleicht ein bisschen seltsam klingt, auf dem christlichen Kanal, für die offizielle Geschichte von Bruce Lee, was kann da jetzt heftiger sein als ein ungeklärter Todesfall im Alter von 32 Jahren von jemandem, der nach außen hin super fit, athletisch und auf der Höhe seines Erfolges scheint. Dann gucken wir uns das mal an. Und das wird jetzt eine Fahrt, die uns eigentlich jetzt alle Folgen begleitet. Es geht sich jetzt von jetzt an nur noch über die Begleitumstände des Ablebens und der Wikipedia-Erklärung. Boah, das kann sich keiner vorstellen, wie tief das geht. Wir werden in alle möglichen Sachen eintauchen und wir werden auch, wenn ihr wollt natürlich, ihr könnt natürlich auch abschalten und euch andere Sachen anschauen. Und wir werden uns jetzt mit allen möglichen Theorien beschäftigen und zwar mit weit über 20 Stück. Und deswegen brauchen wir auch weit über 20 Folgen dafür. Und deswegen gucken wir uns an. Und was ich eigentlich erreichen möchte damit ist, dass jeder die offiziellen Sachen, die ihr jetzt irgendwie sieht im Internet, speziell auch Wikipedia, hinterfragt und seine eigenen Gedanken dazu macht und seine eigene Recherche. Und ich zeige jetzt hier den kompletten Weg auf, wo ich gegangen bin und was ich mir angeguckt habe und zu welchem Schluss ich dann zum Schluss dann auch gekommen bin. Es geht sich jetzt hier darum, dass man wirklich sieht, dass es alles eine politische Entscheidung, was da gefallen ist. Bruce Lee hat keine Filme in den USA drehen dürfen.
weil er eben nicht amerikanisch aussah. Und selbst wenn er amerikanischer Staatsbürger ist, die Menschen nehmen ihn als Asiaten wahr. Und da man halt im Vietnamkrieg war, war das absolut ein No-Go, ne? Geht gar nicht. Deswegen hat man dann David Carradine genommen und eben nicht Bruce Lee. Der sah eben chinesisch genug aus für die meisten Menschen, wenn mit Glatze, aber ja, war eben eine politische Entscheidung im Sinne der Filmindustrie. Ne? Das heißt, die Filmindustrie kriegt dann wohl auch ihre Vorgaben. Ich werde mich jetzt in den ganzen Folgen ganz eng an eine Seite halten, mit der ich jetzt längere Zeit schon da Untersuchungen mache. Diese Seite heißt Popcorn Master in Englisch und heißt Bruce Lee wurde ermordet. Denn neben der offiziellen Theorie von wegen jetzt, dass der Mann ja an einer Tablette verstorben sei, dass Hitzeschlacht da gewesen ist, dass er übertrainiert ist, dass er zu viel getrunken, zu wenig getrunken hat, ist eigentlich die Mordtheorie diejenige, die am weitesten verbreitet ist. Und die wird uns jetzt unsere ganze Reise hier begleiten. Ich kenne den Mann nicht, der hinter dieser Seite steht. Ich weiß nicht, wer hinter dieser Seite steht. Ich habe eine leise Vermutung, die kann ich aber nicht äußern, weil ich kann es ja nicht beweisen. Ne? Also ich kann nur sagen, hier kommen unglaublich viele Hintergrundinformationen, dass es nur jemand sein kann, der in dieser Branche zu Hause ist, sagen wir mal so. Okay, geht jetzt mal weiter. Deswegen habe ich jetzt sein Skript von ein paar Seiten verwendet als Hintergrund und habe dann von da aus dieses Fundament gelegt und habe von da aus jetzt meine eigene Untersuchung angestrengt und habe einfach jetzt, was ich immer mache, ich habe einfach Informationen gesammelt und dann werden aus dem 300-Seiten-Skript vor 2 Jahren werden dann 3.000, 4.000 Seiten, weil plötzlich finde ich hier etwas, das passt dann zu Seite 500, dann finde ich da etwas, das passt dann zu dem und dem und dem Zeitraum und ich habe dann auch teilweise später versucht, das alles jetzt in einer zeitlichen, chronologischen Abfolge dann irgendwo da logisch miteinander zu verknüpfen. So, dieses Skript von ihm in Englisch ist betitelt Die letzten Monate von Bruce Lee. Der Artikel selber ist wohl aus dem Jahre 2017. Ich versuche zumindest jetzt hier chronologisch anzufangen. 1966 war Bruce Lee der Chauffeur und der Nebendarsteller in der Serie Die grüne Hornisse, The Green Hornet. Diese Reihe ist nur kurz gelaufen, weil sie wohl auch jetzt zeitlich gegen andere, weit populärere Serien gelaufen ist. Und das ist der Hauptdarsteller. Und der Bruce Lee hat jetzt hier einen Namen gehabt, der heißt Kato. Er hat hier auch einen Japaner gespielt und eben keinen Chinesen. Daran kann man vielleicht auch dann auch wieder sehen, dass die Chinesen da immer noch nicht so ganz etabliert gewesen sind. Und Kato ist interessant, weil Kato ist es der männliche Name eines lateinischen Originales, das eben bedeutet allwissend. Es gibt eine Figur, die heißt Kato der Ältere, der eben angeblich die erste Person gewesen ist, die eben die Geschichte der Stadt Rom in Latein erzählt hätte. Ja, und Kato auch ist der 10 meistgebräuchteste japanische Vorname. Also Kato ist tatsächlich ein japanischer Name, der interessanterweise, witzigerweise in Lateinisch allwissend meint. Also wenn du den Namen Kato dann trägst, wenn du den übersetzt, dann heißt es dann tatsächlich, dass du irgendjemand bist, der jetzt schlau ist zumindest. Ne? In der Folge 03 der Grünen Hornisse kommt ein Inhalt vor, der uns doch sehr an andere Dinge erinnert, beispielsweise jetzt an MK Ultra und solche ganzen Sachen, die zumindest offiziell auf Wikipedia zu finden sind. Hier heißt es, jemand hat den Herrn Pat Allen programmiert, damit er tötet. Also hier geht es um einen programmierten Mord oder um Menschen, die sich programmieren lassen. Ja, die große Vision vom Herrn Harari, der mit Transhumanismus unterwegs ist. Hier haben wir die 60er Jahre, 1966, wo eben jetzt schon so ein bisschen angeklungen wird an diesen Frank Sinatra-Film, der manchurische Kandidat. Hier geht es also jetzt darum, dass angebliche Menschen
dann auf Befehl von außerhalb mit Radiosignal oder was auch immer irgendjemanden umbringen. Ich weiß ja auch, dass das jetzt nur eine Fernsehserie ist, ne? Das ist ja gar nicht der Punkt. Es geht einfach nur darum, dass mich das sehr, sehr an diese Geschichte erinnert, die vor Kennedy lag, wo halt der Frank Sinatra da in einem Film der manchurische Kandidat, The Manchurian Candidate, mitgespielt hat. Und ich denke, boah, interessant. Ich habe mir also jetzt im Laufe dieser Serie hier, habe ich mir also tatsächlich auch, ich glaube, alle Folgen angeguckt von der Grünhornisse, um sowas dann rauszufinden. Aber gut, das war jetzt die Seitenbemerkung hierzu. Er durfte also dann nur den Nebendarsteller spielen. Er hat dann also weiterhin auch nur Nebendarsteller gespielt immer und hat dann 1967 dann wohl dieses Symbol kreiert, was nichts anderes ist als Taoismus oder Dualismus, ne? Wenn man auch so will, Yin-Yang, männlich-weiblich. Ja. Ist also jetzt auch nichts Besonderes, ne? Dieses Jeet Kune Do-Symbol ist ein Symbol, was es da schon, wenn du die zwei Pfeile wegnimmst, was es dann auch schon tausende Jahre alt gibt, ist. Ne? So, die offizielle Geschichte geht so, dass er also überall angeklopft hat und alle Leute haben ihn dann freundlich, aber bestimmt erkennen gegeben, dass eben er nicht in Hollywood landen kann. Bei James Garner, den die meisten noch kennen aus Detektiv Rockford, Anruf genügt. Ne? 1968 der Kampfberater, Actionberater gewesen für The Wrecking Crew, zusammen mit Dean Martin und Sharon Tate. Ja, und das war da, wo er dann Sharon Tate angelernt hat für die Kampfkünste. Später hat er dann die Kampfchoreografie gemacht für einen Film mit Ingrid Bergman und Anthony Quinn. Und hat dann also auch Drehbuchschreiber Sterling Siliphant kennengelernt. Ja, hatte also schon so die richtigen Leute am Start, ne? Wenn man also Dean Martin kennt und Anthony Quinn kennt und Sterling Siliphant kennt und James Garner kennt, James Coburn kennt und Steve McQueen kennt, dann kennt man eigentlich so Top-Leute aus den 1960ern. Trotzdem haben sie ihm keine Hauptrolle gegeben in Hollywood. So, 1969 geht jetzt ein bisschen ruckelt jetzt hier so ein bisschen. Da seht ihr jetzt Bruce Lee mit James Garner. Das Einzige, wofür er dann immer gut ist, ist alles Mögliche kaputt zu machen. Ach, wir renovieren nur, sagt Detektiv Rockfurt. Also er versucht jetzt hier jemanden zu bestechen mit Geld und da der nicht drauf anspringt, muss er eben alles Mögliche wieder kaputt hauen. Ja, ja. Wie gesagt, ich kenne keinen Liebesfilm von ihm. 1969 nochmal, Vietnamkrieg ist voll am Laufen, ne? Also Asiaten, die rumprügeln, kommt der Agenda relativ zugute. Ja, und das ist da die berühmte Kampfszene von Sharon Tate und Nancy Kwan. Nancy Kwan wird uns auch noch später gegenüberstehen. Das ist jetzt die originale Sharon Tate, ne? Ach ja. Guck dir das an da, ne? Im Hintergrund schon wieder alles schön dekoriert und nicht nur das. Ja, das kam halt so auf mit diesem Karate, ne? Elvis Presley, alle möglichen Leute haben Karate gemacht damals. Wobei das natürlich, was die hier machen, da sieht man echt, dass es so fake ist, ne? Ja, jetzt guck dir mal hier den Fußboden an. Dean Martin übrigens auch Italiener. Gut, also jetzt habt ihr schon einen Eindruck gemacht. Also das ist das, wo der Bruce Lee gearbeitet hat. Ne? Einmal als Bösewicht oder Kampfszenen gemacht. Ne? Wo was anderes ist der nicht da.
So, und dann kam 1971 sein Durchbruch in Hongkong. Ne? Hongkong ist übrigens unterteilt in 18 Distrikte in drei Regionen. Ne? 18 durch 3, 666. Ach ja. Bruce Lee hat dann 1971 in einem Interview gesagt, dass er Diskussionen führt mit Warner Brothers. Und dann hat er gesagt, dass also die ihn irgendwie haben wollen für eine modernisierte Form eines Films. Denn sie haben sie gesagt, die Western-Idee ist völlig out. Und ja, das hat, würde jetzt wieder meine Theorie dann stützen. According to his wife, however, this concept was retooled and renamed Kung Fu, but Warner Brothers gave Lee no credit. Warner Brothers. So, und er hatte so ein Konzept, das hieß dann Kung Fu, von einem chinesischen Mönch, der dann ins Exil geht in die Vereinigten Staaten und da eben kampflos seine ganzen, beziehungsweise jetzt waffenlos, Entschuldigung, seine ganzen Kämpfe da absolviert und die chinesische Philosophie den Amerikanern da näher bringt. Ne? Und das ist dann aber dann abgelehnt worden. Angeblich haben sie dann ein selbiges Skript gehabt, ein ähnliches Skript hat dann jemand gemacht. Und niemand weiß genaues, ich glaube also da niemandem, wenn es sich um viel Geld geht. Und Fakt der Geschichte ist, also David Carradine hat dann so die Hauptrolle bekommen in der Fernsehserie Kung Fu. Und ich bin so alt, dass ich die noch kenne. According to these sources, the reason Lee was not cast was in part because of his ethnicity, because he has such a thick accent. The role of the Shaolin monk in the Wild West was eventually awarded to the non-martial artist and non-Chinese, I have to add, David Carradine. In the Pierre Burton Show, Lee stated that he understood Warner Brothers' attitude towards casting in the series, quote, they think that business-wise it is a risk, I don't blame them. If the situation were reversed and an American star were to come to Hong Kong and I was the man with the money, I would have my own concerns as to whether the acceptance would be there, unquote. Yeah. So interesting, so Bruce Lee, he has been denying a contract with Warner Brothers. Warner Brothers depicted here with the, yeah, you know what. Okay. And then I said, that is very strange, because the name Carrot, yeah, you know what. So eine lustige Webseite hat dann auch noch so die Geschäftspartner von Bruce Lee so als kleine Teufel dargestellt, ne? Er schlug den Warner Brothers Bossen die Idee für eine Serie vor. Mhm. Naja. So interesting, so Bruce Lee, he has been... Erinnert mich so ein bisschen an Pink Floyd Wish You Were Here, ne? Warner Brothers, we picked it here with, the, yeah, you know what. Okay, and then I said that is very strange because the name. Ich sagte, das ist aber sehr seltsam, dass David Carradine so die Rolle gekriegt hat. Denn der Papa von David Carradine, John Carradine, war auch ein Schauspieler und die beiden sind schon aufeinander getroffen, ja. Und zwar hier in der 23. Folge von der Grünen Hornisse, alias dem Schal, also jemand, der irgendwelche Menschen da erdrosselt hat. Da hat er den Bösewichten gespielt, ne? Also der Vater von David Carradine, der dann die Rolle gekriegt hat in Kung Fu. Ja, mal eben gucken hier. Na, ich glaube, das kennt man, ne? Hier Kung Fu, David Carradine als Shaolin-Mönch in den Vereinigten Staaten. Ja. Und sein Vater ist eben John Carradine. Wollen wir nur einfach nur den John zu ersetzen und dann haben wir eben den Vater von ihm. Ja, John Carradine. Und er hat eben dann in der Grünen Hornisse gespielt. David Carradine hat nämlich nicht nur Kung Fu gemacht, was die Älteren noch kennen. Nee, der hat auch Kill Bill mitgespielt. Und in Kill Bill ist genau Uma Thurman diejenige, die den Trainingsanzug von Bruce Lee anhat. Also es gibt da schon so seltsame Zufälle bzw. Überschneidungen. Uma Thurman kills Bill with a dim mark with a deadly touch. Ja, und in diesem Film Kill Bill, da tötet die Uma Thurman, ich habe den Film nicht gesehen, den Kill Bill, also den Bill, also David Carradine, dann mit der Todesbührung Dimmack, die kommt uns dann auch später entgegen, eine sehr, 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 wie soll man sagen, man berührt jemanden und der fällt einfach tot um. Aber es geht auch mit Verzögerung. Ne? Also das ist auch einer der absoluten Aberglauben überhaupt. Aber interessant, ne? Ja, einer von den 25 Möglichkeiten, wie er umgekommen ist. Ne? So, das ist diese Serie Kung Fu. Das ist aus dem Altertum. Das ist von meiner Jugend. Grasshopper. Ja, und was do they depict in the beginning? Brett kannte das auch noch, ja. Brett ist ein bisschen jünger als ich.
komme mir immer so alt vor, weil ich würde. Ja, gut. So, and he's portraying a Shaolin, ne? Ihr seht, ne, er hat jetzt hier einen Shaolin-Priester gespielt, der einfach durch die Wüste geht und dann nach den Vereinigten Staaten kommt. But this is David Carradine, so ja, muss aber ein bisschen schwimmen zwischendurch, ne? Aber gut, das habe ich vergessen. So, und das ist jetzt hier ein Standbild aus Kung Fu. Da seht ihr auch mal, was da ist. Ne? Guckt euch mal hier an, dieses Symbol, das ist eine Hand. Ne? Welche Hand ist denn das? Die linke oder die rechte? Der Daumen ist hier, ne? Der Daumen ist hier, vorne links. Also kann das ja nur eine linke Hand sein. Und da wirft sich dann der Schüler nieder. Vor der linken Hand. Das ist original aus der Serie Kung Fu. The left hand, yes. So he's worshipping as Quang Chai Kane as a Shaolin monk, he's worshipping the left hand part. So, was verehrt er denn jetzt hier? Er verehrt den linken Handpfad, den Pfad der linken Hand. Ah. The left hand pan means Satanism. The wrong way. Yeah. Ja, linke Hand bedeutet Satanismus, Egoismus. Ja, auch andere Menschen umzubringen, das ist linke Handpfad. Als Pfad zur linken Hand, Pfad der linken Hand oder Left Hand Path, LHP, werden verschiedene religiöse, okkulte, magische Ausrichtungen bezeichnet, die dem etablierten rechten Glauben gegenüberstehen. Ist ja auch klar, links ist immer Satan, ist der Ankläger. Ne? Rechts, die Rechtschaffenheit ist Jesus Christus. Die begriffliche Unterscheidung des Pfades linke Hand und des Pfades zur rechten Hand entstammt dem Hindu-Tantra. Westliche okkulte Strömungen wie Telema, Crowley, Satanismus, Setianismus, Temple of Set und so weiter werden unter der Kategorie Pfad der linken Hand eingeordnet. Ja. In Indien besteht nicht immer die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen, deswegen werden dort gemäß der Tradition alle schmutzigen und unhygienischen Tätigkeiten mit der linken Hand ausgeführt. Die rechte Hand bleibt sauber und rein, weswegen sie zur Nahrungsaufnahme verwendet wird und natürlich auch zum Händeschütteln. Ja, so ist das. Left Hand Pass, ne? Ja, ich meine, ist klar, ne? Left Hand Pass, was das wirklich ist, ne? Das Egoismus im Sinne von Satan. Geht weiter. Tu, was du willst, ist das ganze Gesetz. So, und das ist in einem spirituellen Kontext. Der Schüler wirft sich ja hier nieder vor Satan, wenn man so will, ne? Das ist nichts anderes. Sein Vater, John Carradine, der ja genannt in dieser Episode mit dem Schal in der grünen Hornisse auf Bruce Lee zusammengetroffen ist, 1966, der war Mitglied der OTO. Ja, Ordo Templi Orientis. Der orientalische Templerorden. Da sind wir schon wieder beim Satanismus. Und dieser John Carradine war später in einem Film, der heißt Mondkind, Moonchild, und das ist die alchemistische Verbindung von Mann und Frau, um eben ein magisches Kind zu kreieren. Deswegen habt ihr ja auch dann Apollo 11, der in einen Mondkrater einschlägt. Ne? Das ist nichts anderes. Ne? Eine Rakete, die in einen Krater einschlägt, ist eben dann ein Mondkind. Der Apollo, ne? Der griechische Solargott, also der griechische Sonnengott. Und die Leute glauben, dass wenn man so eine Riesenrakete da zündet, dass die dann irgendwo einschlägt. Ne? Und wenn die dann einschlägt, dann gibt es dann so Krater auf dem Mond. Das ist natürlich jetzt hier nicht der Mond, sondern ein Filmstudio. Dürfte ja wohl auch klar sein. Ja, dann habt ihr eben dann männlich und weiblich zusammen, wenn eine Rakete in einen Krater einschlägt. Ne? Das ist dann die Befruchtung. Hast du das Mondkind, Moonchild. Jesuitengesteuerte Freimaurermission, nichts anderes. Die meisten können sich da diesen Pegel an Lügen, diese Masse von Lügen, die gar nicht vorstellen. Ja, also sein Vater hier von David Carradine, ja, er da jetzt hier, ne, Kill Bill und Kung Fu, ne, der ist also in einer Loge drin gewesen, OTO, also ist alles Satanisten, ne. Ich meine, David Carradine hat eben genau diesen Shaolin-Priester gespielt. Interessanterweise hat Bruce Lee ja dann in seinem letzten Film Enter the Dragon auch einen Shaolin-Priester gespielt. Hatte angeblich einen friedensliebenden Shaolin-Priester gespielt, der sich aber dann unterworfen hat dem Pfad der linken Hand. Also Satan, also Egoismus und alles Mögliche, was man sich da vorstellen kann. Kain und Abel im Endeffekt, ne? Quang Chai Kain, ne? Ist auch der sehr nah dran an Kain und Abel, ne? Kain, Quang Chai Kain. So, das ist der Name des Priesters, den David Carradine in der Serie Kung Fu spielt. Ja, das war der erste Mord, der auf der Welt passiert ist, ne?
So David Carradine was a member of the Carradine family of actors. Deswegen habe ich auch hier Kane dann auch extra groß gemacht. Ne? Also David Carradine kommt, genau wie Bruce Lee, auch aus einer Familie von Schauspielern. Genau dasselbe wie Freimaurerei, beten auch Sirius an und ach, ist immer alles dasselbe, nur unter anderen Namen halt. Ne? Der hat dann auch einen Stern gekriegt auf dem Hollywood Walk of Fame, also ist auch so ein Anhänger der gefallenen Engel. Später hat er dann in San Francisco gelebt, da wo Bruce Lee geboren ist. Dann hat er irgendwelche lustigen Sachen immer gemacht. Er ist dann mal so verhaftet worden und so und ist dann. Der hat ja mal Drogen genommen, Peyote, und dann guck mal hier, was hier steht, ist er nackt rumgelaufen im Laurel Canyon. Ist er eingebrochen und hat dann ein Fenster eingedrückt und hat dann wohl seinen Arm verletzt und hat dann wohl junge Frauen belästigt. Und hat einer erzählt, sie wäre eine Hexe, ja, ist klar. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn das stimmt, ey, das kannst du ja fast nicht glauben, sowas. 1980 ist er dann verhaftet worden wegen Marihuana. Dann ist er betrunken Auto gefahren. Also alles, was man so macht als Star halt, ne? Das ist ja jetzt kein Unterschied zu anderen Menschen da. Und dann hat er wohl eine Tür eingetreten und so weiter und so fort. So, im Alter von 72 ist er dann tot gefunden worden, und zwar in Bangkok, in einem Hotelzimmer. Der Polizeioffizier hat gesagt, der wurde gefunden, der hatte nichts an, der hing an einem Seil in einer Toilette, und deswegen hat man dann spekuliert, ob das jetzt Selbstmord gewesen ist. Ne? Ich meine, ihr könnt euch ja jetzt euren Teil dazu denken, wenn jemand gefunden wird mit dem Seil. Aber gut, die einen sagen, okay, der ist jetzt hier stranguliert worden, die anderen haben gesagt, das wäre jetzt hier Selbststrangulation, und ach, das ist alles sowas von verrückt. Tja, aber was glaubst du denn, was da alles abgehen könnte, wenn sein Vater schon so drauf ist? Ich meine, der kommt aus so einer Familie. Ne? Da kannst du ja genauso gut spekulieren, was da jetzt der Fall gewesen ist. Ne? Guck mal, da ist dasselbe Geschichte in Grün. Ja, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt für manche, aber naja. Da hast du schon wieder einen Hängten, ne? So, also wenn du dann weißt, dass dein Vater im OTO-Zirkel gewesen ist, dann kannst du ja schon mit Fug und Recht zumindest schon mal denken, dass es dann auch irgendetwas mit einem Ritual zu tun haben könnte, ne? Was jetzt noch nicht sagt, ob er jetzt nur tatsächlich ermordet worden ist oder ein Selbstmord war oder was es dann auch immer ist, ne? Aber ist schon eine sehr, sehr außergewöhnliche Todesmethode, in einer Toilette stranguliert zu werden. Jetzt kommt nicht mit der bösartigen Toilettenfrau, dem er kein Trinkgeld gegeben hat oder so, ne? Nee, nee. Muss nur wissen, dass sein Vater OTO ist und er Schauspieler ist, und schon weißt du, dass er in dem Falle auch dem Vater der linken Hand angehört. Ja, naja, so viele Zufälle immer in diesem Leben. Das ist echt unfassbar. Eine von Carradines Manager hat gesagt, wir wissen, dass er nicht Selbstmord begangen hat. Wir warten jetzt mal, was die Untersuchung da rausbringt. Ne? So, und dann ist wohl Bilder von seinem Leichnam, sind ja wohl in einer Zeitung veröffentlicht worden. Und da siehst du wohl auch irgendwelche Unterwäsche, auch an Frauen auf dem Bett. Aber wie gesagt, was willst du damit machen? Und abgesehen davon, Thailand ist jetzt gerade bekannt für Transvestiten, ne? Haben wir hier geschrieben, links, das könnte jeder sein hier. Nochmal, der Mann ist zu dem Zeitpunkt 72 Jahre alt. Ich denke, 72, okay. Ja, kann ja jeder selber seine eigenen Gedanken zu machen. Ne, irgendwo in Thailand, in irgendeinem Hotel. 6.3.2009, 6 plus 3 sind 9, 2 plus 9 sind 11, 9, 11. Ach ja. Hat er den Teufel gespielt in Nowhere to Run? Ach, das ist immer alles dasselbe mit diesen Jungs. Das ist der Papa. Und sein Papa hat eben in dem Film Moonchild gespielt. Ne? Wenn du jetzt hier die zwei Verbindungsringe des Mondes jetzt hier nimmst, dann hast du genau dieses Symbol vom OTO. Und das ist Vesica Piscis, das ist ein Symbol für das weibliche Geschlechtsorgan. Ne? Und damit hast du ein kreiertes, magisches Kind, Moonchild. Und Moonchild ist deine Novelle von Aleister Crowley. Und das war immer dasselbe, nur mit verschiedenen Verkleidungen. Diese Ringe kennt ihr vielleicht auch von Audi, ne? Ja, warum ist diese Firma erfolgreich? Jetzt nicht wegen den tollen Autos. Grundsätzlich. Audi ist lateinisch
Ja, das heißt eigentlich höre oder horch, kommt ja dann auch von der Implementierung von der alten Kraftfahrzeugmarke horch. Audi hat ein Symbol mit Vesica Piscis drin und Audi sitzt wo? In Ingolstadt, Jesuitenstadt. Ne? Mehr Gründe brauchen wir eigentlich jetzt nicht, ne? Ich denke, das reicht. Quentin Tarantino, das sind alles so die richtigen Sympathieträger hier. Der hat auch Manu Kanuta geflasht und all sowas. Also, ich weiß gar nicht, wo meine Stimme jetzt geblieben ist. Aber Jackie Chan hat ja gesagt, das weiß ja jeder, der ist im Haus von jemandem gestorben. Mentioned in the series here, and his boss has picked him up. His boss is the godfather of Kung Fu movies, and his name was Raymond Chow. By the way, Mr. Raymond Chow was officer of the British Empire. Ah, what a coincidence. So, and we have to take into consideration that Tom Blicker also said that many Chinese in Hong Kong and elsewhere are very superstitious. Yeah, yeah, and also when Robert Klaus was asked the director of the last movie of Bruce Lee, he said very superstitious. Yeah. They said that if you want this picture to be successful, you have to do this and to avoid that and very superstitious people. So, what's of course he's dead. So, es gibt Leute, die können sogar, die behaupten sogar, wir könnten mit Toten eine Verbindung aufnehmen. Hier haben wir beispielsweise die Bruce Lee Spirit Box Session, wo man da mit Geistern reden könnte. Also es ist echt unfassbar, was die Leute sich ja alles einfallen lassen, nur um irgendwelche YouTube-Videos oder Hits dazu generieren, ne? Ja, also wenn da etwas rauskäme, wäre es also zumindest ein gefallener Engel oder jetzt ein Dämon, sonst gar nichts, ne? Denkt dran, China ist gegründet worden 1911. 18% der Weltbevölkerung, ich denke, aber das ist ja alles ganz toll, 18%, ne? Und die Jesuiten haben dann ganz, ganz großen Einfluss auf diese ganzen Sachen und haben auch garantiert einen ganz, ganz großen Einfluss auf die soziale Gefüge da, ne? Also auch auf die Unterhaltungsbranche. Speziell, wenn du weißt, dass eben es ein deutscher Jesuit war, der genau die magische Laterne, das Daumenkino und dazu Folge den Vorgänger des Fernsehers dann da jetzt promotet hat, ne? Also jetzt hier wirklich genommen hat, um Menschen zu beeinflussen. Der Fernseher ist ja nur ein Propagandamittel. Ne? Die große Kunst von Licht und Schatten, ne? Die erste Darstellung von Saturn und damit auch Satan, derjenige, der eben... Ja, das ist die Nummer 13 und angeblich gibt es ja ganz viele Hotels, die eben die 13 vermeiden als Unglückszahl. Als wäre die Zahl jetzt ein Unglück herbeischwören würde, das ist ja auch wieder Aberglaube, ne? In 1715 werden die Jesuiten rausgeworfen. Aber in 1839 kommt das britische Empire und die Jesuiten und so weiter, die erobern dann China durch die Opiumkriege. Opium wird dann gehandelt durch die Sassoon-Familie und Skull and Bones-Familien wie Russell. Und da werden also ganz viele Menschen dann unter Drogen gesetzt. Ne? Das ist ja dann die große Version von der kleinen Geschichte in Laurel Canyon oder jetzt besser gesagt mit Grateful Dead, wo die dann mit LSD wiederum experimentiert haben. Ne? So, und dann gibt es verschiedene Opiumkriege. Hongkong fällt dann an die Briten. 1860, Opium wird legalisiert. Ja, so und 1900 gibt es dann den Boxeraufstand, der dritte Opiumkrieg. Ja, und da sind wir dann genau bei der ganzen Mafia-ähnlichen Struktur in China. Triaden, Triangel, guck mal hier links oben, das ist das Symbol von Mitsubishi, ne, mit den drei Diamanten. Da habt ihr auch drei Diamanten, Mitsubishi. In ganz vielen römisch-katholischen Kirchen gibt es auch Dreiecke und teilweise auch ein allsehendes Auge innen drin. Ne? Ja, Mitsubishi heißt eben drei Diamanten. Ne? Ein umgedrehtes Dreieck heißt Drachenauge. Ne? Es gibt da so eine deutsche Politikerin, die kam aus dem Osten, die kam eigentlich aus Hamburg, Frau Kassner, die hat das dauernd dann gezeigt. Ne? Aber so ein bekloppter Österreicher hat es auch gemacht und viele andere Menschen auch. Aber wie gesagt, das ist ein Drachenauge und im asiatischen Raum ist das ja für die ein Glückszeichen. Ne? Freimaurerei hat ja auch sein allsehendes Auge und zwar das repräsentiert dem Satan, den Drachen und damals schon wieder eine Verbindung dazu. Also Drache ist im ganzen westlichen Raum eigentlich klar, was es ist. Ne?
So, einer von den Russell Families, Bertrand Russell, hat dann China besucht. Dann gab es die Warlord-Ära mit den Triaden und so weiter. Die haben dann den ganzen Opiumhandel dann vornehmlich von Shanghai und natürlich auch von Hongkong als ein Hafen dann halt da orchestriert. So, und dann gab es eben die politische Puppe der Jesuiten, Chiang Kai-shek, also die kontrollierte Opposition sozusagen. Ihr seht ja seine ganzen Orden da an der Brust. Und die haben dann eben sich auf Heroin dann wiederum verlagert. Also es gibt dann immer die neue Droge. Heroin ist ja von Bayer mal als Medikament rausgebracht worden in Deutschland. Kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Findest aber sogar auf Wikipedia. Und Heroin kommt von Hero, also von Held. Die Heroin aus der griechischen Mythologie. Du glaubst ja dann auch, du wärst ein Held, wenn du das nimmst. Dann fühlst du dich ja high, fühlst dich ja erhoben, fühlst dich ja, als wenn du fliegen könntest und so weiter, ne? In a movie, it induces. Könntest du mal sehen hier, ne? Von der Firma Bayer. Yeah. Or you shall be as gods. Mm-hmm. There you go. 1937, Krieg zwischen China und Japan, also noch vor dem Zweiten Weltkrieg, haben ja auch kaum jemand auf dem Schirm. 1943, Mao Zedong, der Drogenhandel wird dann halt organisiert durch die Triaden, also ist nichts anderes als die chinesische Mafia. Ist natürlich nicht die ganze Wahrheit. Er sitzt immer noch in der Organisation darüber. Mao Zedong wäre auch nur eine politische Puppe der Jesuiten, um eben da Kommunismus einzuführen in China. Und hat natürlich da eine Rolle gespielt im Opiumhandel und so weiter. Ne? Und dann wird es interessant, wenn wir in den letzten Film reingehen von Bruce Lee, Enter the Dragon, dann sieht man jetzt hier, der Hintergrund von einer Agentin in diesem Film wird ihm beschrieben als Heroin-Überdosis. Ne? Also sind wir schon wieder jetzt hier beim Drogenhandel, was auch eine ganz, ganz prominente Rolle spielt in mindestens zwei von Bruce Lee-Filmen, Big Boss und Enter the Dragon. Da hat es nämlich mit Drogen zu tun. Mao Zedong hat dann 1949 die Volksrepublik China gegründet, ne, obwohl das kommunistisch ist, also Volksrepublik China, genauso demokratisch wie die Demokratische Deutsche Republik, DDR. Und im selben Jahr ist dann eben Chiang Kai-shek nach Burma gegangen und Taiwan. Und Mitglieder seiner Partei haben dann goldenes Dreieck Drogenhandel dann gegründet. Ne? Jetzt sieht man da mal, da gibt es also einen goldenen Halbmond, Iran, Afghanistan, diese Drogenszene hier. Ne? Genau da, wo natürlich auch Krieg gewesen ist mit den Mujahedin und so weiter, Afghanistan, die da den Drogenhandel dann für die CIA kontrollieren. Und also Iran, Afghanistan, Pakistan hier. Und dann haben wir hier ein goldenes Dreieck zwischen Burma, Thailand, Laos, Vietnam und so weiter. Hier haben wir alles mit Drogenhandel zu tun. Und hier wird massiv Geld verdient. Hm? Und da gibt es eben Organisationen, die sich damit dann befassen. Goldenes Dreieck. Aha. Und Hongkong ist also sehr, sehr nah an Vietnam dran. Ne? Hongkong ist natürlich eine Hafenstadt, also da wird natürlich gehandelt. Ne? Interessant ist, dass der Name Golden Triangle, die goldene Dreieck, ist angeblich original von dem amerikanischen Geheimdienst CIA. So, also woher bezieht denn jetzt hier Hongkong sein Geld oder einen großen Teil seines Geldes? Natürlich auch vom Drogenhandel, ne? Vom Handel insgesamt als Hafenstadt, natürlich auch vom Drogenhandel. 1951 Projekt Bluebird, wo eben die amerikanische Presse dann auch den Terminus Gehirnwäsche dann als Taktik dann erfindet, war angeblich eine Erfindung von chinesischen Kommunisten, die an Kriegsverbrechern ausprobiert worden ist. Ja, und jetzt geht es halt weiter, 1958, der große Schritt vorwärts, Mao Zedong fängt an, China zu industrialisieren und 1958 ist das Jahr, wo die Jesuiten Bruce Lee trainieren, der eben wiederum in Hollywood ist, um eben Sharon Tate zu trainieren. 1963, das Jahr, wo Kennedy dann das Attentat ist auf Kennedy und wo der Papst dann die Hand schüttelt von Kennedy und Kennedy sich eben nicht verbeugt und sich eben nicht den Ring küsst und so weiter und so fort. Währenddessen das Zweite Vatikanische Konzil läuft, bringt der Vatikan diesen Beschluss raus, 1963, ungefähr 14 Tage nach Kennedy, dass eben denen alle sozialen Kommunikationsmittel gehören. Dann also Fernsehen, Radio und so weiter und so fort. Das heißt, die kontrollieren alle Nachrichten, die raus. Die Kirche erkennt, dass diese Medien, wenn sie richtig genutzt werden, zum großen Dienst der Menschheit
beitragen. Mhm, ja, ja, klar. Denn sie haben ihren Anteil an der Unterhaltung der Menschen und der Instruktion. Und natürlich dann auch, um das Königreich Gottes dann zu unterstützen. Ja, welches Königreich Gottes denn? Ne? Ist der Gott dieser Weltzeit, ne? Ist Satan. Aber das ist doch schon sehr, sehr, sehr erstaunlich. Und ja, guck mal, hier steht direkt Entertainment drin. Ne? Eindringen, verderben, mental. Eindringen und mental verderben, Entertainment. Entertainment heißt nicht Unterhaltung, das ist immer falsch übersetzt. Entertainment ist ein zusammengesetztes Wort. Enter heißt eingeben oder eindringen. Ja, tain heißt, tainted, heißt verdorben oder verderben. Und ment ist ja auch klar, ne? Ist mental, geistig, seelisch. Eindringen und seelisch verderben die Menschen. Eindringen und geistig, spirituell, seelisch die Menschen verderben. Das ist der Hintergrund dazu von Entertainment. Und nicht nur Unterhaltung unten halten, sondern eindringen und mental verderben. Die katholische Kirche sagt immer, sie wäre gegründet worden von Jesus Christus, unserem Herrn, was nicht stimmt. Petrus war nie in Rom gewesen und der hat die Kirche auf Glauben gegründet. Petrus und Petra ist eine falsche lateinische Übersetzung. Deswegen haben sie, sagen sie, ja, eben das Recht, um eben diese Mittel zu besitzen und zu benutzen. Mao publiziert 1964 sein rotes Buch. Mao ist eine Puppe der Jesuiten. So, die Frage ist, was ist denn jetzt passiert bei Bruce Lee? Bruce Lee wollte der größte orientalische Superstar sein. Cassius Clay war der größte Boxer. China wird immer stärker. Die Ökonomie und so weiter ist immer stärker. 18% ist immer irgendwo zu finden. Macht den Menschen weiß, dass das britische Königreich keinen Einfluss mehr in China hätte. Und Charles Jung von der Triade Sun Yong launches, also startet die Karriere von Jet Li. So, und genau, also der Ehemann von Betty Ting Pei, die ja dabei war, als Bruce Lee gestorben ist und so weiter, der ist natürlich jetzt wieder mit den Triaden unterwegs. Jet Li wurde erst der große Actionstar, nachdem er dann eben den Charles Jung als Manager hatte, also nachdem er die Unterstützung der Triaden bekommen hat. Und viele glauben eben, dass Bruce Lee ermordet worden ist, nachdem er sich eben geweigert hätte, das Schutzgeld zu bezahlen an die Triaden, also an die Mafia. Einer der über 20 Theorien. Schau mal, bei Jet Li, der tritt dann 2000 auf bei Aliyah, Try Again, genau in einem Spiegelraum, genau wie Enter the Dragon, Bruce Lee, 1973. Ja, und zwar bei der Künstlerin Aliyah. Alles nur Zufälle. Diese Schauspielerin ist nur 22 Jahre alt geworden, in einem Flugzeugabsturz. Passiert ja dauernd in den USA. Aber wenn man in so einer Agenda oder in so einer Geschichte da drin steckt. Sie hat mit R. Kelly zu tun. Da gab es wohl Belästigungen und so weiter. Der wiederum ist jetzt da verurteilt worden als Belästiger und wie auch immer. Und das ist überall gruselig, wenn du das alles da liest. Die Frage ist, was stimmt dann davon jetzt tatsächlich? Aber die haben wahrscheinlich alle eine schlechte Kindheit gehabt. So. Aliyah ist ganz jung, hübsch und unverbraucht und neues Gesicht auf der Szene und sie spielt dann die Mutter aller Vampire, die Königin der Verdammten. Na, wunderst du dich über irgendetwas? Ja, Menschen werden nur berühmt in dieser Welt, wenn sie sich eben negativ präsentieren. So, und sie war 22, als sie dann da gestorben ist in einem Flugzeugabsturz. Ja, dann ist sie in einem Flugzeug von irgendjemandem gestorben, ne? Ihr Name Aliyah ist die feminine Form von dem arabischen Ali, das eben meint den Höchsten und so weiter den Besten. Ne? Ist auch sehr interessant, erinnere mich jetzt an Muhammad Ali, wo er immer sagte, I'm the greatest, ich bin der Größte. Sie ist an der katholischen Schule groß geworden. Gut, bin ich auch, kann ich auch nicht viel, konnte ich mir nicht aussuchen damals.
bin ja froh, dass ich da nicht mehr Mitglied bin in dem Verein. Mit 10 Jahren ist sie dann schon in so einer Nachwuchsshow aufgetreten. Lied Ave Maria gesungen in Italienisch. Ich denke, ach du liebe Güte. In 1999, umgekehrt 66, hat sie ihren erste Schauspielrolle gemacht in Romeo Must Die und sie hat dann eben mit Jet Li zusammengespielt, von dem wir wissen, dass er eben dann durch Charles Hyung, den früheren Ehemann von Betty Tingpei, dann da eben gemanagt wird. Managed ist dann auch ein anderes Wort für kontrolliert. Ne? Dieser Film hat 18,6 Millionen eingespielt. Sie ist einer der Musiker, die eben in Flugzeugabstürzen ums Leben gekommen sind. Aber gut, sie ist genau eben das, die Archetyp von der Hure von Babylon. Ne? Ne, das geht sich hier nur um Sex, um nichts anderes. Ne? Hier geht es sich um, ich fließe, du machst mich an, ich glaube, ich bin unter Drogen und wechsle die Position, neue Position, neue Position. Und das ist alles immer so. Immer dasselbe. Es ist alles immer dasselbe auf dieser Welt. Ne? It's all the same. Don't go into Mariah Carey or Janet Jackson. Brauchst gar nicht in Janet Jackson, Mariah Carey und so weiter, Madonna reinzugehen, ist immer dasselbe. Ne? Missy Elliott sagt jetzt, die wüsste, warum sie jetzt ermordet worden ist. Was ich aber interessanter finde, ist also, dass wir sehen, dass also alle Karrieren miteinander zusammenlaufen. Ja, und Sex sells, wie man hier sieht, ne? Sex verkauft sich. Und sie sagt, das wäre eben kein Unfall gewesen. Sie wäre also vorher unter Drohung gesetzt worden. Und sie wollte gar nicht in dieses Flugzeug steigen, sagt man. Ihre Stiefmutter fuhr dann die alle zusammen zum Flughafen. Sie wollte gar nicht an Bord gehen und ist eben dann wollte weiter schlafen in ihrem Abteil. Also im Taxi, Entschuldigung. Und ihre Stiefmutter ist dann gefahren und hat dann erzählt, sie hätte Kopfschmerzen, so wie Bruce Lee. Ja. Ich zitiere jetzt ja nur, ihr müsst ja eure eigenen Schlüsse dann ziehen. So, und da wurde es auch erzählt, man hätte ihr eine Schlaftablette gegeben und deswegen hat man dann die bewusstlose Aliyah dann in dieses Flugzeug verfrachtet. So, Missy Elliott sagt, es wäre da Fightspiel im Fall von Aliyah gewesen. Sie hat gesagt, Mary J. Blige hat dann gesagt, Mensch, also das war kein Unfall. Sie war zwar nicht eng befreundet, aber ich habe gedacht, ich wäre jetzt die Nächste. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber irgendwie ein Unfall oder sowas. Was glaubst du denn, wem die alle dann tatsächlich dann anbeten, wenn jetzt hier unser Jay-Z dann auch dieses Drachenauge dann da, ne, Triangel und all sowas. Ne? Ist doch jetzt egal, ob er jetzt die Triaden meinen wird oder ob er jetzt das Drachenauge meint. Hallo? Die reden nicht mit uns. Die zeigen uns, dass sie einer gewissen Vereinigung angehören und alle dienen sie nur dem Mammon. Die wollen alle nur Geld haben, dicke Autos fahren und reich sein. Mehr wollen die gar nicht. JC ist auch sehr interessant, weil wenn du das Englisch jetzt mal sehst, JC, sind wir bei Jesus Christus. Ne? Hat ja auch hier so ein bekanntes T-Shirt an, tu einfach, was du willst. Sind alles Satanisten, klar, sind alles Leute, die nur auf Mammon stehen. So, mehr machen wir jetzt gar nicht in dieser Sendung hier. Das heißt, für die Menschen, die mit Spiritualität zu tun haben, da hat man dann halt einfach für die Asiaten herausgefunden, dass das Einfachste ist und das ist ja auch simpel herauszufinden, denn die Jesuiten sind ja schon Jahrhunderte Jahre in China gewesen vorher, dass man also die chinesischen Menschen da also ganz gut mit Opiaten, also mit Rauschmitteln und so weiter, dann ganz gut dahin bringen kann, dass sie sich dann halt selber in irgendwelche anderen Sphären dann halt erwähnen. Und das hat man dann mit den Asiaten eben gemacht. Ja. Das ist ein ganz großes Thema, Drogen- und Opiumhandel da hinten. Heroin, wir haben ja alles Mögliche da. Und wenn du halt dann glaubst, dass Bruce Lee mit einer Schlaftablette oder mit einer Beruhigungstablette ums Außenleben geschossen worden ist, dann glaubst du das, aber ich glaube das nicht und wir gucken uns jetzt hier alle Wege an, die zur Lösung führen können.
Es geht ja nicht nur darum, jetzt ein Gefühl zu kriegen für diesen Mordfall, sondern es geht darum, um ein Gefühl zu kriegen, wie wir dann teilweise an der Nase herumgeführt werden. Da kann jeder ja seine eigene Untersuchung bzw. seine eigene Meinung zu haben. Das finde ich ja eher das Spannende, als wenn hier einer sitzt und sagt, so ist das und das musst du so sehen und das ist dann in 20 Minuten und dann kommt das nächste Video. Ne? Ich kann keine kurzen Videos machen, denn ich gucke mir immer alle Wege an oder die meisten Wege zumindest und möchte halt, dass jeder sich selber Gedanken dazu macht. Ne? Brett meinte jetzt auch, für die psychische Gesundheit ist es natürlich auch wichtig, dass der Körper in Balance ist und deswegen hat er gesagt, das Beste oder das Wichtigste ist auch, vernünftiges Wasser zu trinken. Er hätte selber eine Wasserfilteraufbereitungsanlage, ist auch eine Sache, die man sich vielleicht mal überlegen sollte. Tja, wen beten die alle an? Die beten alle das Geld an. Steht da schon drin in dem Gericht über Babylon, Offenbarung 18,3. Denn von dem Blutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Und darum geht's doch den Menschen, die im antichristlichen Sinne unterwegs sind, die eben Satan anbeten als Hüter des Materialismus. Ja, denen geht's doch darum, denen geht's doch nur um reich sein. Was sagt denn Jesus? Jesus sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.